Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 138 von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Random? Eve. Nope. Nope, 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 nope. Obwohl. Na, checken wir mal den ersten Item Room. Ja, nein. Dachte ich mir. Random? No, baby. Okay. Mit Curse of the Lost. Okay, also, der Reihe nach. Blue Baby, keine roten Herzen, nur Spirit-Herzen. HP-Upgrades werden ebenfalls zu Spirit-Herzen. Wir starten mit The Poop, damit können wir Häufchen legen. Und wir haben einen Curse of the Lost Floor, was so in etwa das heißt, dass unser Floor anderthalb mal so groß ist wie normal. Ja, wir haben gerade schon einen Tinted Rock gefunden, da ist auch die Bombe, die wir dafür brauchen. Ich hätte gerne den Small Rock. Ansonsten, Blue Baby, relativ hoher Damage. Mitunter einer der höchsten in Isaac. Start Damage. Ich nenne es auch manchmal fälschlich den Base Damage, denn irgendwie ist es ja unser Base Damage. Das war sehr lucky, dass uns das nicht getroffen hat. Und wir haben schon fast genug Kohle für den Shop auf dem ersten Floor. Ich bin massiv beeindruckt. So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter nach links. Wir haben zwei Schlüssel, das heißt, wir sind dann auch für den nächsten Item Room schon ausgestattet. Die zwei Spirit Herzen vom Tinted Rock kamen natürlich auch sehr gelegen. 14 Cent. Im Secret Room sehe ich bis jetzt zwei gleichmäßig mögliche Locations. Ich wollte gerade logisch sagen, aber mit logisch hat das nicht viel zu tun. Truhe, unsere erste Pille für den Run. Nehmen wir mal noch nicht. Unser erstes Item ist Relic. Sehr schön. Alle sechs Räume ein Spirit Herz Drop. Finde ich sehr gut. Das sorgt von vornherein dafür, dass wir einen stetigen Zufluss an Spirit Herzen haben, den ich auch sofort dafür verschleudern werde, in den Curse Room zu gehen. Und das hat sich nicht so direkt gelohnt. So, hier rechts. Was haben wir hier? Ah, zwei Mr. Maus. Alles klar. Bleibt noch ein Gusher. Okay, Gusher tot. Häufchen. Schnell die ganzen Häufchen zerstören. Wie immer, falls ihr im Hintergrund Krach hört, das ist Jake. Mr. Eagle. Der hat gerade nämlich Aufstehzeit. Secret Room sind 3 Cent. Wir kommen sogar fast für, oder wir kämen sogar fast für umsonst in den Shop, aber wir haben keine Bomben mehr. Also ist das so ein bisschen wurscht. Unsere Pille war ein Speed Down. Das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Und ich würde sagen, ja, wir checken noch schnell den Shop aus. Es ist die Treasure Map. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt das Layout des Floors sehen. Wir wissen allerdings nicht, welcher Raum welcher ist. Und unser erster Boss ist Famine. Das heißt, wir bekommen hier unseren ersten Cube of Meat. Ein Orbital, der gegnerische Projektile blockiert und gegnerischen Schaden zufügt. Oh Goddammit. Wie immer, komplett frische Sitzung von der Binding of Isaac, also keine Initialchance auf Deals. Mann! Wieso schießen die Viecher denn heute so vorausschauend? Das ist ja furchtbar. Okay, Famine ist nur noch ein Kopf. Der Rest dürfte jetzt eigentlich reine Routine-Sache sein. Oh Goddammit. Das war ein zu großer Ausweichschweif. Ja, dich haben wir auch gekillt. Und da ist unser Cube of Meat. Bam. Ja, nächster Floor. Basement 2. Tatsache, Basement 2. Ich bin beeindruckt. Oh, Instant Item Room. Tinted Rock. Sehr schön, aber auch wenn wir in dem Raum hier eine Bombe bekommen sollten, da kommen wir nicht dran, denn die spawnt unter Garantie in der Mitte des Raumes. Und steht für uns damit nicht mehr... kommt für uns nicht mehr in Frage. Kamikaze wiederum ist, ja, im weitesten Sinne eine Spaceball-Bombe. Allerdings eine, bei der ihr euch selbst wehtut, es sei denn, ihr drückt euch fest genug in eine der Wände.
Funktioniert übrigens nur bei Wänden, nicht bei Steinen. Also dementsprechend doch durchaus mit Vorsicht zu genießen. Und dann gehen wir weiter nach hier unten. Oh, hier hätte ich jetzt gerne Schlüssel. Nein, es war in Anführungsstrichen nur Kleingeld und eine Bombe. Und dann noch schnell die vier Feuerchen gelöscht. Mehr Fliegen, whee! Ja, fehlt noch die Doppelprojektilschussfliege. Erwischt. Häufchen. Zwei Gischs. Hallo Gischs. Ja. Jetzt wissen wir auch, wo wir hin müssen, wenn wir den Secret Room wollen. Da kämen wir nämlich von hier aus ganz gut dran. Okay. Klotti ist tot. Da ist das erste Spirit Herz von Relic. Joink. Nein, ich werde mich noch nicht in den Secret Room bomben. Yep, genau deswegen, da ist nämlich ein Tinted Rock. Ich gebe jetzt ganz offen zu. Wow, ich habe keinen Damage genommen, ich bin beeindruckt. Ich gebe jetzt ganz offen zu, das konnte ich nicht vorhersehen. Allerdings habe ich mir sowas in der Richtung zumindest schon gedacht. Joink. Sorry, ich musste mich gerade mal räuspern. So, haben wir mal noch hier unten. Superlast. Davon bin ich jetzt kein großer Fan. Spätestens wegen der Speeddown-Pille. Wir können Superlast gerade so entkommen. Wäre das hier allerdings ein leerer Raum, hätten wir jetzt schon ziemlich viel Damage genommen. Ich hätte gerne Poison Touch, respektive The Virus. Nein. Aber eine weitere Pille. Und ein weiteres Häufchen. Und unsere Pille ist Bad Trip. Hm. Gut, dann checken wir noch hier oben. Na, das würde mir jetzt zu lange dauern. Kämpfen wir doch mal gegen den Duke of Flies. Hallo, Duke of Flies. So. Dann machen wir dich jetzt noch fettisch. Okay, wir sollten uns natürlich ein bisschen darauf konzentrieren, auch gleich die ätzenden anderen Fliegen auszuschalten. Früher oder später müssen wir das ja sowieso. Whoop. Einmal hier durch, euch zwei und dich. Ja, Duke of Flies ist hinüber. Fliegen sind auch ausgeschaltet. Patched Boy, Kleingeld. Ja, bisschen Kleingeld, bisschen Häufchen. Und ein bisschen Deal. The Mark. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Nee. Oh. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt noch kurz und holen uns nochmal schnell Kamikaze für den Secret Room. Für den Top Secret Room sehe ich eine einzelne Location. Interessant. Oder? Na, rein technisch gesehen sind es zwei, aber eine ist eher unwahrscheinlich. Gut, dann Kamikaze. Der Top Secret Room kann unten links in der Kante von der Map sein. An beiden Ecken. Moment. Entweder hier unten. Tatsache. Und wir wollen natürlich noch in den Secret Room. Ja. Spielautomat. Bomben und Kleingeld. Hm. Alles nicht so supi gelaufen. Aber das ist so die einzelne Instanz, wo mehr als ein Raum am Top Secret Room sein können. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Gut, dann schnappen wir uns wieder The Poop. Dude. Und dann hauen wir ab auf den nächsten Floor. Wir haben schon wieder noch ein paar halbe Spirit Hearts, aber das kam hauptsächlich von meiner eigenen Blödheit. Also, Was ich noch sagen wollte, wenn ihr in den Secret oder Top Secret Room reinspringen wollt mit Kamikaze, positioniert euch nicht direkt an der Tür. Oh. Schon wieder ein Curse of the Lost Floor. Wir peilen das erstes Mal hier oben, würde ich vorschlagen. Positionierung ist extrem wichtig, denn wenn ihr nicht mehr direkt
an der... Wenn ihr nicht mehr direkt an der Wand seid, nehmt ihr Schaden. Okay, da ist ein Schlüssel. Wisst ihr was? Shoptime! Leider keine Spirit-Herzen, aber ein würdiger Ersatz für The Poop, nämlich die Candle. Kaufen uns auch den Schlüssel für den Item Room. Und machen uns auf den Weg nach hier unten. Ja. Ah, dang it. Curse Room. Oh, Spirit Hearts. Sehr schön. Curse Room ist momentan keine Option. Aus offensichtlichen Gründen, hoffe ich. Au. Da geht doch. Schlüssel. Mob Trap. Nichts Interessantes. Nur eine normale Truhe. Mehr Kleingeld. 7 Cent. Charger. Okay. Raum überstanden. Da unten ist unser Item Room auch nicht. Okay, das war die erste Maggot. Fuck off. Fuck off, brah. Das ist das Schöne an der Candle. Ihr könnt nämlich mit der auch gegnerische Projektile zerstören. Noch ein normales Herz. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Und der letzte Charger ist ebenfalls tot. Item Room? Item Room. Das hat leider nicht ganz so gut getroffen wie gehofft. Das allerdings schon. Da ist das gehoffte Spirit Hearts. Erhoffte Spirit Hearts. Und Telepathy for Dummies. Homing Tears für einen Raum. Aufheben, weglegen. Immerhin haben wir jetzt eine Library-Chance. Immerhin. Wohlan denn? Kommando nach links. Ja, ganz nach Fliegen gekillt. Ein Schlüssel eingesackt. Ein Cent eingesackt. Sigworms. Okay. Du bist tot. Und der letzte seiner Art. Bitte auch noch. Danke. Bombe. Und wir kämpfen gegen Pete. Das könnte jetzt durchaus ätzend werden. Das sag ich doch. Okay. Oh, danke, Cube of Meat. Okay, das haben wir überstanden. Stem Cells, HP Upgrade, Speed Upgrade. So, jetzt sind wir doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt dabei. Auf in den Curse Room. Ah, und dadurch, dass wir den Deal mit dem Devil ausgeschlagen haben, haben wir jetzt natürlich auch eine Chance auf Angel Rooms, fällt mir gerade auf. Jo, dann kicken wir doch mal schnell, was da so im Curse Room abgeht, würde ich vorschlagen. Wäre jetzt eigentlich so der Optimalplan. Ja, einmal nach hier oben und einmal nach rechts abgebogen. Item? Kein Item. Rote Truhe? Kein Item. Lediglich zwei Trollbomben. Ja, ich nehme an, theoretisch könnten wir auch den, die Mob Trap machen, aber na, wir gucken uns einfach den Secret Room an. Und finden einen Fortune Teller. Ich würde sagen, in den stopfen wir dann einfach mal unsere 8 Cent rein, in der Hoffnung auf Spirit Harzen oder ein vernünftiges Trinket. Und hauen dann ab auf den nächsten Floor. Spielkarte, was bist du? Two of Clubs, verdoppelt unsere Bomben. Und du bist... Joker, Freund. Money equals power, sehr selten gesehen. Allerdings wieder nur ein Deal mit dem Devil. Gut, dann...
Genug unser Glück versucht. Zeit für den nächsten Floor. Oder? Mobtrap keine Lust. Die zwei verbleibenden Räume keine Lust. Würde uns eh nichts bringen. Jo, nächster Floor. Gut, dann würde ich vorschlagen, abwärts. Boing, Caves 2. Catacombs 2. Gehen wir erstmal nach links. Okay. Ein Dime. Schönes Geräusch. Secret Room. Es ist nicht Greed. Ich wiederhole, es ist nicht Greed. Ich bin extrem beeindruckt. Ja, das ließ sich nicht vermeiden. Okay. Tja. Nee, ich spiele nicht noch eine Runde. Ich mache heute noch mal eine etwas kürzere Episode, glaube ich. Dafür denke ich allerdings auch, dass die morgen etwas länger wird. Ist nur so eine Vermutung. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich hoffe es zumindest. Aber gut, in diesem Sinne dann hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer vom Barcade. Bye, Leute!